Ich habe im Bachelor Betriebswirtschaft studiert und habe daraufhin direkt das Masterstudium begonnen im Bereich Logistik. Habe Betriebswirtschaft studiert, weil mich die wirtschaftlichen Zusammenhänge einfach interessiert haben und ich wusste, dass ich später gerne irgendwas in diesem Bereich machen möchte, wobei ich schon immer auch in den Schwerpunktmodulen den Schwerpunkt auf die IT gelegt habe. In den Schwerpunktmodulen habe ich mich dann auch auf Logistik fokussiert, fand diese Verbindung sehr interessant, von daher passte die absolut auch sehr gut und ja, habe dann das Masterstudium absolviert, habe mich dann dafür entschieden, ein Trainingprogramm zu absolvieren, einfach vor dem Hintergrund, dass ich gerne nochmal verschiedenste Tätigkeitsbereiche kennenlernen wollte und verschiedenste Abteilungen. Habe dieses Trainingprogramm in einem Industrieunternehmen der Konsumgüterbranche gemacht und habe mich dann aber entschieden, in die Beratung zu gehen, weil ich noch mal mehr abwechslungsreiche Tätigkeiten gewünscht habe. Also erst das Bachelorstudium, dann das Masterstudium, dann das Trainee-Programm für 1,5 Jahre und direkt danach dann absolut.